Servus, ich bin der Johannes und ich zeige euch heute, wie man unser AvaBag-System in den Rucksack einbaut. Dafür beginnt man, dass man am Rucksack die Airbag-Tasche öffnet. Hierfür reißt man die Tasche von der Seite, wo der Airbag rauskommt, auf, bis sie ganz offen ist. Als nächsten Schritt führt man das Auslösekabel in den Schultergurt ein. Hier muss man darauf achten, dass wir zwei unterschiedliche Rucksacktypen haben, wo das unterschiedlich funktioniert. Hier bei unseren Ascent 30 und 28S Modellen führt man das Kabel nicht durch die Airbag-Aufhängung direkt in den Schultergurt, sondern kann unten durch das neonorange Loch das Kabel in den Schultergurt einführen. Um die Auslöseeinheit im Rucksack zu fixieren, sichert man diese mit dem neonorangenen Clip am Deckel der Auslöseeinheit und schließt dann den neonorangenen Klettverschluss und somit ist die Venturi-Einheit im Rucksack fixiert. Darauf achten sollte man, dass die Einheit schön in der vorgesehenen Netztasche platziert ist. Als nächsten Schritt fixiert man die Netztasche an der Auslöseeinheit. Dafür öffnet man das Hauptfach und hängt die Netztasche an der Auslöseeinheit ein. Als nächsten Punkt fixiert man dann den Airbag direkt am Rucksack. Darauf achten, dass der Airbag nicht verdreht eingebaut wird und die Venturi-Einheit verschließt. Um den Airbag am Rucksack zu fixieren, hängt man die Haken nach dem Farbcode am Airbag ein und somit ist der Airbag am Rucksack fixiert. Als letzten Schritt, um den Einbau abzuschließen, muss noch der Griff angebaut werden. Dafür führt man von oben das Auslösekabel in den Griff, positioniert die silberne Kugel in der jeweils gewünschten Höhenanpassung und schiebt den Innenschieber in den Griff ein, bis dieser einrastet. Danach wird der Griff in die jeweils vorgesehene Tasche im Schultergurt eingeschoben. Zur richtigen Positionierung des Griffs jeweils die gewünschte Höhe einstellen und mit den Reißverschlüssen kann man dann den Griff nochmal so positionieren, dass er auch gut vom Körper absteht und gut erreichbar ist.